Achso, ja, Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Arrk. Valhalla. Und Valhalla. Wieder mit am Start ist der liebe Nero. Jo, grüße. Der Sergeant Möller Gaming. Moinsens. Und der Yannick. Tag zusammen. Und natürlich ist der Onkel. Onkel. Onkel, vergiss dich immer. Onkel. Und Rex. Ich komm doch, ich dreh doch gerade um in dem klugen kleinen Parkplatz. Komm, lass uns treffen im Mondschein. Sternlein singen da oben. La 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 la. Ich kann so in den Sonnenuntergang rein singen. La la la. Hat einer noch vielleicht Narkotik oder sowas? Hab ich eigentlich verstanden. An dem Klötzel bestimmt, ne? Quetzel könnte noch was drin sein. Sehr schön. Schalalalala. Ah, ohne Witz, ey, die Sterne sehen aus wie die Laserpointer. Wunderstrahlen. Ich habe jetzt auch meine Sachen wieder, liebe Leute, weil ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Oder war das in der Aufnahme? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, das war nicht in der Aufnahme. Du springst hier beim Steg, also bei deiner Brücke, bin ich da richtig? Bitte? Ich bin jetzt bei deiner Brücke, bin ich da richtig? Ja. So, wohin? Immer geradeaus. Über die Brücke drüber. Warte, ich mach nochmal ganz kurz hier Gamma 3. Ja, passt. Ah, da hinten schon Trampeln. Kleine Trampelt hier. Echt? Ich seh dich noch nicht einmal. So. Ich mache derweil, solange hier alle Spaß haben, mache ich hier in Ruhe und ganz gechillt einen Rosi-Raptor. Ach ja. Oh, so, und jetzt soll ich jagen, oder was? Ja, pronto bitte. Pronto ist diese Richtung, geradeaus. Immer in den Wald hinein und alles wegbeißen. Ist das übel, dieses vieles Getrampel, ey. Wahnsinn. Nicht mehr normal. Ich warte noch schnell, bis Stamina weg ist. Voll ist. Darum. Genau. Also für dich habe ich hier auch einen. Ja, das ist cool. Dann machen wir dir doch einen Sattel dann. Ein Peter-Sattel ist hier. Ja, das ist ja vom Necromonger, der war ja von meinem. Okay. Aber ein Onkel macht auch noch einen, hat er auch einen. Müssen wir denn immer bei jedem Runde das Brain Meat schon bringen, oder? Weil das geht ja ganz schnell weg, ne? Genau. Kannst du ja bringen bzw. direkt reinmachen. Wenn du weißt, wo er liegt. Ja, weiß ich nicht. Aber wir vorher lieber abhauen, wenn du bevor der Rex stirbt, ne? Weil die Grunde sind schon böse teilweise. So, ich bin da. Hier, nimm das raus. Ja, komm mit. Oh, da. So. Okay, einfach also. Da liegt der, sehr schön. wunderbar. Vielen Dank. So. Hast du alles raus? Yep. Alter, da vibriert aber die alles. Das ist nicht mehr normal, hey. Ach, das hast du vorher gar nicht gehabt, oder was? Wo du noch mit deiner alten Grafikkarte hattest? Ach, was? 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 Du läufst gerade auf der Stelle. Ja, ich weiß schon. Ich hab mich verheddert in deinem Track. Also am Abhang da drüben müssten eigentlich immer mal so Prontos rumrennen. Kannst du gerne mal gucken. Pfeifen auch noch ein bisschen was rein. Der Geiz muss ja nicht sterben hier, ne? Sehr schön. Ja, aber was hält du noch davon, jetzt hier vorne Wasserturm zu bauen? Ist es okay oder ist es Quatsch? Da wollen wir woanders schon was bauen dann? Nee, wir haben doch gesagt, dass wir eine kleine Landschaft aufbauen und das ist doch ein Teil davon. Genau. Aber ich hätte halt gerne immer, dass so die Sachen in der Nähe sind, dass man da die mit Wegen verbinden kann, weißt du? Mhm. Also quasi richtig so mit Hafengebiet dann mit Wegen. Genau, das ist jetzt dann das zum Beispiel, was wir jetzt unser Gebiet haben, soll ja der Hafen werden. Okay,
Und dann geht's halt rein ins Landesinnere und da dort irgendwo eine Burg und ein paar Straßen getrennt und keine Ahnung. So eine richtig schöne kleine Landschaft. Die Parasaurus sind unsere Taxis. Und dann wollen wir ja auch verschiedene Gebiete gerade da. Man macht da so einen Krach gerade. Hallo? Gerade der Möller, der will ja sein japanisches Gebiet da machen und dann möchte ja der liebe Dynamo möchte ja irgendwo ein Piratengebiet machen und auch so ein bisschen, weißt du, das so ein bisschen Abwechslung ist. Mal gucken, was da so draus wird. Aber zum Sergeant drüber zu seinem asiatischen Gebiet, da brauchst du aber schon... Wird sehr schwierig, da irgendwie... Richtig. Da brauchst du, glaube ich, eher ein Flugzeug, also quasi Paraderaton, wie heißen die? Flugsaurier. Einfach Flugsaurier. Da weiß jeder, was gemeint ist. Zieh mal eine Brücke drüber. Bis zum Salz. Hier haben wir doch den Hafen. Den Hafen. Und dann wird da hinten auch noch einen Hafen gemacht und dann hin und her. Schwimmst du doch Flipper, ne? Stimmt, du kannst ja dort einen Hafen hinmachen. Da haben wir eine Verbindung schon mal dorthin. Genau. Doch, gute Idee. Wir müssen ja ein bisschen Fantasie auch mitbringen und. Ich sag das gehört dazu. Hey, wo willst du denn? Na, ich such Prime Meat. Also wenn du in diese Richtung läufst, da wo du jetzt rechts rüber, am Wasser entlang, da ist auch noch ein Bronto rumgelaufen. Hinter so einem Hügel. Alter, so geil, so sauer. Das war eins der besten Mods, wo wir überhaupt machen konnten. Gut, die Ladezeit hat sich zwar verzehnfacht, aber ist egal. Richtig. Hauptsache der Spaß ist oben. Richtig, bist du erstmal drin, dann bist du drin, dann läuft's. Was gibt noch so Mods, wo wir auch mal drüber reden können, vielleicht mal? Oh ja. Wie zum Beispiel der Treppenbaumod oder sowas. Wo du solche Wendeltreppen bauen kannst oder so. Oder auch Glasbauten oder so. Gewächshaus haben wir ja, ne? Es kommt auch als nächstes ein schön großes, fettes Gewächshaus. Es gibt ja sogar so primitive Gebäude und so ein Zeug, wo du dann so richtig Holzhäuser bauen kannst und sowas. Also müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wenn wir uns echt mal zusammensetzen. Vielleicht kennen die Community hier noch einen, also richtig gute Mod. Könnt ihr es ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Achso, ja, genau, einer von euch. Bäm, was ist das die Sauber? So, was brauche ich denn für einen Quetz? Alter, ist das? Oh, Cementing Paste. Brauchen wir auch ordentlich. Perlen brauchen wir 85. 5 Prime Meat, ich komme! Packst du es wieder hinten rein? Das wäre echt nett. Ja, Stamina. Wo war denn der? Dein Lichter, geradeaus. Also müssen wir erstmal gucken, dass wir die Kippelproduktion richtig anregen hier. Dass nämlich alles schneller geht. Ja, ich bin ja gerade dabei. Was machst du? Machst du doch. Den Dingsbums fertig zu machen. Den Oviraptor. Nur ja, halt, genau. Ich suche noch Eier. Eier? Was für Eier suchst du denn? Das Wasser frisst. Aha. Was sind das für? Also im Moment frisst er gerne Rex. Aber ich probiere es gleich mit Stegoraptor, Ankylo und Bronto als Notfall. Und Dilo geht nicht, oder was? Nee, ist halt nicht so, sagen wir es mal, so wertvoll. Ja, es geht ja nur darum, die Leute sagen, geht's oder geht's nicht mit Dilos? Das weiß ich nicht. Okay, also hast du noch nicht ausprobiert? Nee, ich hatte das... Normalerweise schon. Normalerweise müsste es mit allen Sorten von Eiern gehen. Nur ab einem gewissen Level bringen die halt eben sehr, sehr wenig nur noch. Ah, okay. Alles klar. Das ist jetzt mal eine schöne Aussage.
Weil Dilos haben wir mehr als genug und Eier haben wir bei uns in der Räucherkammer noch ein paar. Okay. Also kannst du gerne mal gucken, was du da hast, und dann nimmst du dir gerade raus, was du brauchst. Was hast du denn hier für Level? Einmal Level 20, den mache ich jetzt ohne Prime mit. Und hinten ist ein Level 72er, den machen wir mit Prime mit. Genau. Das ist der Level 20 hier. Ja. Das ist der Level 20, genau. Aber ich glaube, er wird gleich fertig sein. Lass mich raten, ich krieg den Level 20. So habe ich mir es gedacht, ja. Sehr nett. Du kannst den hinzüchten, wie du ihn brauchst. Du kannst aber auch gerne den großen haben, weil jetzt einfach nur darauf, ich will fliegen. Ja, ob ich jetzt mit Level 1 fliege oder mit Level 100 fliege, ist mir auch egal. Na, also. Ach, machen wir es so, weil mir ist es super toll geholfen, was hier Christian Große. Okay? Oh, du bist ja ein Lieber. Schnuckelig. Kriegst noch ein Bier ausgegeben? Ja! Also jetzt bleibt langsam keins mehr für mich übrig. Also er hat 72 und wenn er jetzt so bleibt, wie er jetzt ist, was ich eigentlich denke, also ich denke mal mit plus 30 Level werden wir ihn zähmen können, haben wir dann 202 für dich. Ich denke, das ist ganz gut. Und der 2 kann man schon was anfangen. Aber ich glaube, für dich wäre echt ein Archie ganz praktisch. Der ist ihm aber zu langsam. Ja, gut. Ja, das ist natürlich dann. Weißt du, was mein Problem ist? Hä? Die Uhrzeit. Ich kenne das Phänomen. Das ist so toll, oder? Man hat einfach Bock weiter zu spielen. Zeit rennt. Also ich finde hier keine Kontos mehr. Okay. Aber habe ich hier gerade ein Level. Was ist das für eine? Level 104 Dilo. Ja, ansonsten zählen wir den halt die zwei dann entsprechend nur mit normalem Fleisch. Also ich freue mich schon auf Samstag, ehrlich. Das wird lustig. Ich nur du. Stimmt, da war ja was. Da machst du ja Livestream, ne? Ja. Da meine lieben Leitzelle nicht mitbekommen. Richtig. Aber das kriegen die sowieso nicht mit, weil der Part ja hier, der kommt ja nach dem Livestream. Außer ich haue jeden Tag. Jetzt eine Folge raus. Dann kommen wir trotzdem, da ist ja jetzt in ein paar Tagen der Livestream. Ja, Samstag, genau, ja. Du hast gesagt, du hast noch Material für 2 Wochen. Wenn ich den jetzt so weiter rausbringe, wie ich es momentan mache. Wenn ich es täglich rausbringe, dann reicht es genau. Ja, ich habe auch gesagt, normalerweise habe ich jetzt noch Parts bis Samstag. Das hätte ich eigentlich genau hingehauen. Ja. Weißt du, da wäre dann abends der Livestream gekommen, da hätten sie Samstag 2-mal auch gucken können, die lieben Leutchens. Aber es freuen sich auch schon einige drauf, dabei zu sein. Zum Beispiel unser lieber Abends Rock, oder wie er heißt, mein treuer, netter, lieber, guter Zuschauer. Okay. Der wird definitiv dabei sein, wie ich das weiß. Beim Zuschauen oder beim Mitspielen? Beim Zuschauen. Kann mir kurz jemand helfen? Ich bräuchte hier etwas Unterstützung. Wo bist du? Von der Homebase aus westlich der erste Berg, auf dem Schnee liegt. Ich bräuchte hier Hilfe bei einem Alpha, damit ich die 2 Archies, die ich hier down habe, mit Prime Meat tamen könnte. Okay. Das wäre von Vorteil. Also das wäre bei mir noch ziemlich weit weg, also das schaffe ich nicht. Kann nur der Zartschnitt helfen. Also, der erste Berg, wo Schnee liegt, ne? Sagst du? Genau. Okay. Da
da ziemlich am Südhang. Ja, die stellen wir jetzt mal auf. Neutral bist du, sehr schön. Weiß wie. Was ich habe meine Xene habe ich so. Bei dem einen abgestellt zur Sicherheit. Ich dachte, ich hab gedacht, du hast schon den gezählt. Nee, das dauert ein bisschen länger hier alles. Hab dann auch gedacht, aber ich bin halt andere Server-Einstellungen gewohnt. Ja, übel. Da will ich auch ein bisschen was zu tun haben. Ja, klar, auf jeden Fall. Bevor es langweilig wird oder rechtzeitig ins Bett kommen. Übelst. Ja, feuchtbar. Ey, aber richtig feuchtbar. So. Jetzt muss ich dich nur noch finden. Immer dem Schrein nach. ein einfacher Raptor. Genau den. Das hat sich gerade ein sehr Level. Bayern, ne? Vierer. Level 4, genau. Kretzel können wir jetzt echt einiges leichter themen, sau gut, hä? Aber wenn du auf jeden Fall nochmal, wie habt ihr den jetzt runtergeholt? Mit Archie und Nö. Mit Skorpion oder einfach so? Einfach so. Einer als einer hat in Flugsäure geflogen, der andere hing unten dran und dann. Ah, okay. Wir sollten nacheinander angreifen. Ich kann den nur ein bisschen locken. Warum kann man eigentlich mit dem Quetzel besser farmen? Weil er mehr tragen kann oder was? Farmen, sage ich schon. Besser 10. Der kann ja. Besser 10, wollte ich sagen. Ja, der kann eigentlich alles tragen, jedes Vieh. Ach so. Was hat denn jetzt nur schon wieder? Also braucht man dann im Lager noch eine große Zähmstelle? Ja. Ja, gut, tragen auf dem Rücken mit der Plattform kann er eigentlich jedes Vieh, soweit ich weiß. Ja, alles was kleiner ist als ein Parasail oder ein Spino. Das kann er unten tragen, an den Krallen oder was? Nee, das geht, glaube ich, gar nicht. Was? Ich glaube, das Größte, was er tragen kann, Mammut. Ist ein Stego oder ein Mammut. Je nachdem, was man als größer empfindet. Das Größte, was auf die Plattform drauf geht, ist, glaube ich, ein T-Rex. Ah ja, okay. Aber irgendwie leckt das bei mir ein bisschen. Ja, aber das Schöne ist halt, du kannst richtig schön von oben von der Plattform aus runterschießen. Da macht dir überhaupt nichts. Kannst du den in etwas die andere Richtung locken? Hier oben liegen die zwei Archies. Ja, ich zieh ihn schon. Wo ist er hin? Hey, nicht daran. Ach, der kommt ja immer näher. Ja. Na komm. Und dann der? Ja, bin gerade am Läufer. Oh, ich muss kurz Pause machen. Läufer. Ist ein Waldläufer? Warte. Der ist ja so schnell wie mein Vogel, verdammt. Einfach angreifen. Ich muss einfach nur trampeln, weil das so pervers. Ich hoffe, ich komme nicht aus dem Wald raus, beiß mich hier zu Bäumen und beiß dann aus so einen Flipfen weg. Das wäre sehr schlecht. So hat damals mit Noxy, wenn ich jetzt hier hinbeiß. Gut. Ich habe ihn jetzt gezogen, ich muss jetzt wieder zurück zum Der Uli. Kommt zu mir. Ei. So, also ein paar Bärchen sammeln. Blutet der denn überhaupt schon? Weiß ich nicht. Wir müssen glücksbärchig sein. Das leckt leider zu sehr, um das zu sagen. Level up! Sehr schön. Auf welche Grafikeinstellung spielst du jetzt eigentlich, Nero? Das zweite, also nicht Epic, sondern High. Okay. Ja, er blutet schon. Weil Epic brauche ich nicht, weil das so viel nimmt sich das ja nicht.
Und ich sag mal, ich muss die Grafikkarte ja nicht besonders äußerst jetzt belasten. Vor allem, das Heil, das reicht ja völlig aus. Das ist ja allein schon so eine perverse Grafik. Aber man kriegt schon Orgasmus. Man denkt einfach, es ist einfach alles falsch, was man sieht. Wenn du aufs Niedrigste gespielt hast und hast gerade. Ich muss jetzt unbedingt zurück, sonst wacht der Obi noch auf. Ja. Nur so 10 oder 15 FPS. Ich bei mir. 15 war echt gut. Und jetzt spiele ich hier mit 31 auf High. Das ist schon geil. Oh, so schön, so schön. Ach, meine ist jetzt vom Alter ausgesehen oder was? Ja, verstehe ich jetzt gerade nicht. Was du jetzt mit 14, 15 meinst? FPS. Ach so. Das habe ich gar nicht so richtig verstanden, was du mir gesagt, damit sagen wolltest. Ich hab mit niedrigster Stufe gerade mal so 10 bis 15 FPS gehabt. Und jetzt spiele ich auf High und habe schöne. Ja, die habe sogar fast 40 FPS. Also, das ist schon ein gewaltiger, feuchter Unterschied. Ich habe hier im Wald. 42. Ich habe Bronto gefunden. Hui! Was hast du gefunden? Bronto. Okay. Naja, auf jeden Fall, wenn man dann das erste Mal so High spielt, so feuchte Träume. Oh ja. Und man denkt aber wirklich, das ist falsch. Das ist einfach falsch. Das stimmt nicht. Das sieht komisch aus. Ja? Das ist nicht normal. Das Holz sieht wirklich aus wie Holz und nicht wie Plastik. Ja. Bis man sich daran gewöhnt hat. Das dauert schon so seine 2-3 Stündchen, würde ich sagen. Der Ovi ist fertig und ich habe nicht den Eintrag. Super. So, ich sehe gerade, wir haben jetzt schon wieder unsere Folgen fertig. Ist schon wieder soweit. Alter, was bist du denn für einer? Ach, 72, ne? Das kann ein Stück dauern. Das ist nein, renn nicht zu dem. Raptor haben wir jetzt ja richtig abgegangen. So cool. Ja. Wir können vielleicht nochmal mir bzw. meinen Zuschauern erklären, wozu man das Ganze braucht und was das alles bedeutet vielleicht sogar. Das, weil ich raff davon gar nichts, was ich da erzähle. Okay, aber das machen wir glaube ich in der nächsten Folge, oder? Nein, ja. Ich werde keine nächste Folge mitmachen können. Ich werde Dann machen wir eine kurze Eier-Kippel Überlängenfolge. Zartstoff, ich sage, erklärst du am besten, weil du kannst es noch ein bisschen besser erklären. Also der Oviraptor beschleunigt die Eierproduktion enorm. Das war's. Und wozu braucht man die Eier jetzt? Die Eier braucht man halt für Kibbel, damit man halt die Saurier schneller, leichter zähmen kann, damit sie auch halt ihr Level bekommen, was. Also wie man es möchte, zum Beispiel ich bin einer, der gern große Viecher zähmt, also ab 120, ja, und warte mal, change Name, und wenn man sie mit Kibbel macht, dann kriegen sie Volllevel, also das heißt, die... Und Kibbel ist jetzt Fleisch oder was? Nee, Kibbel ist... Nein, Kibbel ist... Ist eine Mischung aus Eier und Gemüse. Genau. Und halt das muss man kochen und so weiter, ist halt so getrocknetes Ei, wenn du so willst. Und dafür braucht man verschiedene Sachen, zum Beispiel für ein Gigantosaurus braucht man ein Quetzelei, 3 Karotten, 3-mal Primey Jerky, wenn ich mich nicht irre, und dann kriegt man daraus ein Kibbel. Und Kibbel ist so von der Rangliste her das Beste, dann kommt Primey Jerky. Nee, dann kommt Prime Meat, dann halt Prime Meat Jerky, Cook Meat Jerky, Fleisch und so weiter und so fort. Aber das ist von jedem Dino unterschiedlich. Es gibt ja auch unterschiedliche Eier. Und ja, damit kann man halt richtige, schöne, saftige Level aus den Viechern rausholen.
Also quasi perfekt Taming. Also ja. Perfektes. Das wäre, glaube ich, bei einem Level 120 wären das noch 59 Level, die man da zusätzlich drauf bekommt. Richtig, deswegen habe ich hier auch jetzt ein falscher Knopf. Ich habe hier ein 190er Peter und der hat erstmal XP 910. Also, meine Freunde, da geht noch was. Also, 220er also quasi von, geht schon. Sorry, quasi von 120 plus 59 und dann kann er ja auch nochmal leveln. Ne? Ja, also, er genau. Er levelt ja dann nochmal oben drüber. Ja, weil nämlich alle Dinos haben einen bestimmten Levelsatz. Ich sag jetzt mal 60 Level. Ob du einen 1er tamest, dann kommt er nur bis 61. Oder du tamest einen 120er, der kommt dann auf 180. Und durch Kibbel kannst du ja diesen das Anfangslevel pushen, also boosten. Und dann kriegt er nochmal Level Plus. Also, ja. Ist eigentlich so erklärt, wie es passt, ja. Das ist eigentlich nur auf die Gefahr hin, dass ich störe. Ich bräuchte hier mal etwas. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Mittlerweile sind es nämlich 4 Archies geworden. Okay. Boah, ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen. Warum? Ich sehe einfach nur einen Rex, aber keinen Sattel und sehe nur, wie dieser Rex sich runterbeugt. Ey, ohne Witz. Nicht mehr normal, nicht mehr normal, sag ich euch. Ja, so, aber ich würde dann gerne die Folge beenden. Ach so. Ja. Oder okay. Das ist kein Fleisch. Das ist kein Fleisch mehr. Doch, ich habe noch Fleisch einstecken. Ich wollte aber erstmal das Brain Plus drin lassen. Ach so, okay. Puh, dass der das Prime frisst. Oder das Problem ist nämlich, wenn der leer läuft, dann geht er nämlich rückwärts wieder. Nee, weil der Rex, der hat ja... Na, ach so, du haust trotzdem Fleisch rein, auch wenn er Prime Meat drin hat. Du kannst ja... ja, klar. Du kannst das Prime Meat ja als, in der Reihenfolge als erstes vorschieben. Aber wenn du hältst, kannst du ja in der Position verschieben. Und das, was als erstes vorne ist, das frisst er auch. Vorne ist links das, ne? Genau. Also, okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier diesen Part. Morgen der Part, der bei Nero oder Nox, ich sag schon, also, du wirst jetzt bestimmt noch einen aufnehmen, denke ich mal. Ja, der wird. Eventuell, ja. Der wird dann wahrscheinlich nicht bei mir kommen, den müsst du dann bei Nero angucken, weil ich werde jetzt dann wahrscheinlich im Part dann gehen müssen im nächsten. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann oder hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Oder ihr guckt es bei den Satschen. Ja, eben, Entschuldigung. Ja, genau.